Wir bauen heute unsere eigene Ninja Turtle Base in Fortnite. Let's go! Let's go! Ey, let's go! Los oder was? Wollen wir schon kaufen? Es geht los. Kauf direkt, kauf direkt, kauf direkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ninja Turtle Base. Alter. Oh mein Gott. Ninja Turtle Base. Alter. Pizza? Jungs, Jungs. Ja. Ich habe eine Frage. Wollen wir heute eine Special Folge machen? Jeder 500 Euro? 500 Euro. Oha. Digga. Okay, 500 aber Euro. Heute ist ja auch special, weil wir machen einfach zu viert einen Tycoon. Das stimmt, das ist ja voll krass. Das ist ja gut. Also mein allererster Tycoon direkt so viel Geld abholen, mach ich mit. Hä, was ist das denn? Bro, und es könnte sogar sein, dass wir gegen Shredder fighten. Ich hab ihn Telefon. Phone. Ein Phone? Pizza. Pizza jede Sekunde. Alter, wie krass ist das denn? Wire Worker? Wie viel Geld kriegt man jetzt im zweiten Drop? Boah, ey, man macht hier übelst Geld. Oh mein Gott. Hä, ich wollte gerade sagen, irgendwie. Also wir machen wieder, wer zuerst alles gekauft hat hier. Ja, genau, wer seine Ninja Turtle Base ausgebaut hat, hat gewonnen. Das letzte Mal hatte ich auch Chance gelassen, ne? Also damit ihr Bescheid wisst. Also ich will nichts sagen, aber ich sag, ich habe richtig viel Pizza schon. Ich auch. Ehrlich? Ich hab richtig viel Pizza. So. Ja, das ist sehr jetzt cool. Ich hole jetzt meinen ersten Mitarbeiter auch. Ach was, Gott, das ist krass. Ey, der schießt auf mich! Armin, du ekliger Esel. Hä, da hat da jemand richtig doof eingekauft. Armin, man hat immer von Anfang an. Jungs, ich hab den ersten Mitarbeiter. So, das ist krass. Warte mal, hier läuft ja Musik. Kann man irgendwo Musik ausmachen? Ja. Ich hab's so leise, ich hör's gar nicht. Ich hör's auch, es ist echt leise. Ja, ist echt leise, das ist das Gute. Aber das wird irgendwie, das hört man nicht im Video. Oh, Leute, wichtig. Ich werde jetzt hier was sehr, sehr taktisch Wichtiges kaufen. Kann euch leider nicht sagen, was es geht. Ja, das ist... Ja, okay, ich weiß, was ich kaufe. So, wirklich. Max haut jetzt hier schon die Standardsprüche raus, schade. Zack. Ja, boah, also Leute, bei uns läuft's hier wirklich sehr, sehr gut. Aber was kann man mit Pizza machen, ist die Frage. Später Sachen kaufen, das ist eine andere Währung. Pizza kannst du essen. Oh, guck mal, Max hätte dir keinen Tipp gegeben, ne? Ja. Max! Was denn? So, Trainingsroom. Oh mein Gott, Leute, wir gehen so auf... Oh. Dummy? Bro, was kann ich alles kaufen? Gleich ist vorbei für euch, Leute. Wer schießt denn hier eigentlich die ganze Zeit? Warum schießt ihr denn? Irgendein Bot oder so? Kann das sein? Nein. Bro, Stani, du weißt doch, er schießt immer, er pickaxt nicht. Er denkt immer, schießen ist schneller. Das kommt von MBKs Richtung. Ja, normal, ich schieße ganze Zeit und nicht pickaxen. Viel, viel schneller. Lol. Also, Max, da sieht man mal Max noch Anfänger. Er kann Bricks damit holen. Er ist einen Dummy und damit holt er Bricks. So, was kaufen wir denn? Zack. Ach, Reloading. Schnell. Oh mein Gott. Muss schnell. Okay. So, zack. Wichtig. Oh mein Gott, was ich gerade gekauft habe. Also bei mir läuft schon alles. Ich habe schon mal einen zweiten Mitarbeiter, alles drum und dran. Ihr checkt ne? Also. Was ich gekauft habe, Bro. Ja, ich habe schon mal einen zweiten Mitarbeiter. Bei mir sind auch schon welche gerade am Trainieren und so. Ey, Jungs. Also hier kann man echt so viel machen. Das ist krass. Aber das Ding ist, aber man hat gar keine Anzeige für diese Bricks. Doch, rechts unten. Oh mein Gott. Rechts unten, Leute. Ja, okay, aber das war ich weiß nicht, ob ihr überhaupt checkt. Also, ich habe sogar hier schon einen Ninja Turtle Trainer bei mir. Cool. Ja. Ja, ich auch. Also, Armin checkt auf jeden Fall, wie es nicht geht. Er schießt mal Leute an und verschwendet Zeit in der Mitte. Das ist ganz stark. Zack. Junge, Armin checkt den Tycoon ja gar nicht. Also, das Armin ist ja ganz verloren. Ja. Also Armin ist wirklich dumm. Aber kann man nicht verübeln, das erste Mal, ne? Also. Ey Jungs, wie viel Pizza habt ihr? Nur eine kurze Frage. Wie viel Pizza habt ihr? Kann ich nicht drüber reden. Können wir leider geheime Infos geben? Nein. Ey, ihr seid so peinlich. Kann man auch sagen. Warum sind wir peinlich? Also ich hab nur 20.000 Pizzastücke. Was? Cool. Ja, 20.000 Pizzastücke. Bro, das ist sehr, sehr süß. Wie süß? Das ist süß. Ja, ich finde das auch eher süß. Also ich sag's mal so, ich bin schon bei 23.000. Ja, ich auch. Was redest du, Max, Junge? Ich hab 25.000. Ich hab 500.000, so. 500.000, wie viel Geld macht ihr gerade die Sekunde? Oh mein Gott. Kann ich leider nicht sagen, ist geheim. Okay, wenn ich... Oh mein Gott, ihr checkt nicht, was ich hier gerade alles mache. Ja, ich glaube, du checkst nicht, was ich mache. Also, man kann hier aber auch wirklich so viel machen in dem Tycoon. Ja. Man kann auf so viele Art und Weisen hier sein Geld verdienen, das ist echt nice. Ja, das stimmt. Oh, MBK, geht rüber zu Max? Nee. Hat er erstmal Headshot noch von mir gefressen? Ich wollte nochmal ganz kurz Hallo sagen und gucken, wie weit ihr seid. Alles gut.
Aber, guck mal, ich hier. Alter, wie viel Geld ich zurückkomme. Alter Schwede. So, Coworker. Nee, komm weg. Hä? Ah doch, Coworker. Ach, Digga. Oh Gott, Leute, ich wusste, dass man dieses Ding abschießen muss, um Geld zu kriegen. Ja, das kann man machen. Nein, oh, du hast nicht gecheckt, Gott, dass man zusätzlich Geld farmen kann. Ja, Digga, wusste ich nicht. Okay, das war's, Bro. Ey, Digga, das ist mein allererster Tycoon, Mann! Bro, du hast ja komplett verschlafen. Ja, Digga, deswegen habt ihr alles Geld. So, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, zack. Oh mein Gott, der Arme. Erstes, der Arme, Jungs. Ist ja, gegettet. Ich hab jetzt eine Babyschildkröte. Ihr auch schon? Ja, Pets Room ist natürlich ausgebaut. Digga, aber ich ist so unfair. Unbedingt. Was? Jetzt kann ja, man muss aber wirklich sagen, man muss das erstmal so, man muss das erstmal checken, wie so Tycoons funktionieren. Ja, ja, ja. Ey, Jungs, ich habe was herausgefunden, das ist zu heftig. Ja, Jungs. Okay. Jungs, okay. Gut, Stani wieder im selben Mut wie immer, also oh, das gibt es nicht. Oh mein Gott, ich hab da auch was wirklich Wichtiges, Leute. Taktisch sehr, sehr wichtig. Ey, Bro, Armin hat einfach gerade eben erst gecheckt, dass man auf diese Kiste hauen kann. Nein! Ja, ich wusste das nicht! Kennst du Tycoons ja doch gar nicht! Leider verschlafen, Jungs. Da merkt man, wie dumm Armin ist, Leute. Digga, was für dumm, Alter. Nee, da merkt man wirklich, wie dumm du bist. Da steht doch Palm Money, Bro. Steht so. Da ganz groß. Das Ding ist, Leute, es ist alles wichtig. Ich bin hier die ganze Zeit am alles drum und dran machen. Was die nicht machen, denke ich jetzt mal. Und wir haben jetzt 12.000 und wir holen jetzt mal für 10.000 den Restroom. TV-Zone. Graffiti. Ah, ich werde ich mal hier jetzt ein bisschen draufgehen. Leute, ich werde mal hier jetzt ein bisschen draufgehen. Ordering Pizza. Ach, das ist ein Pizza-Orderer. Also, der holt Pizza. Okay, der lohnt sich aber nicht so irgendwie. Also, da könnte ich in der Zeit viel, viel mehr Geld machen. Und was holen wir als nächstes? Second Floor. Okay, wir werden jetzt ganz kurz den Second Floor sparen, Leute. Weil ich glaube, das ist die Taktik, die jetzt hier gerade abgeht. Ich guck mal ganz kurz. Ja, TV wird irgendwas mit Offline sein. Mit nebenbei einfach so. Wisst ihr, wie ich meine? Phone, Third Level. Alter Schwede. So, wir holen uns jetzt den Second Floor. Ah, noch nicht. Jetzt holen wir uns den. Und der nächste Conveyor kostet 10.000. 10.000, easy gemacht. Easy gemacht. Sage ich euch so, wie es ist. Das ist hier. Guck mal, Stani. Auch noch alle auf der ersten Etage noch, so wie es jetzt gerade aussieht. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt den Autoklicker angemacht. Ne? Kennt ihr ja gut von Stanislav. So, 10.000. Und wir haben auch 14.000. Alter Schwede, wie viel Geld wir durch unsere Pizzen bekommen. Das ist nicht krass. Das ist krass. Die Detect. Okay. Dropper 20.000. Okay, werden wir das ja auch mal ganz kurz fahren. Guck mal, ihr seht schon. Ich. Ah, wobei. Guck mal, da hinten gab es Weapons. Oh mein Gott. Da hinten gab es noch ein Upgrade. Guckt euch das an. Graffiti-Spray für 10.000. Machen wir noch mehr. Portal-Parcours. Und Weapon. Ja, ganz wichtig. Und wir werden mal jetzt ganz kurz hier auch in den Parcours reingehen. Der Parcours ist hier nämlich für den Parcoursmeister MBK nicht schwer. Ihr seht schon hier. Zack, zack, zack. Alter, hat's geleckt. Das hat richtig geleckt. What? So, zack. 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 Level up verdient nebenbei. Ist doch auch wichtig und richtig. Mal hier, Leute. Hier kann man safe runterfallen in die Lücken. Deswegen machen wir mal hier den entspannten Hasen. Ein kleines Labyrinth. Immer so, wenn ihr mal in einem Labyrinth seid, immer so laufen, dass links von euch die Wand ist. So könnt ihr euch nicht verlaufen und nicht denselben Weg laufen. Wisst ihr, wie ich meine? Guck mal, die Wand ist immer links. Immer links. Und dann sind wir hier im nächsten Level. Was ist das hier? Parkour Boost. Get. Okay. Machen wir mal so und so. Und jetzt haben wir hier 50%. Warte, warte, warte. Warte, können wir ihn nochmal holen? Also Armin checkt es auch nicht, ne? Der schießt jedes Mal auf mich. Aber der checkt es nicht irgendwie. Aber naja, ist ja nicht unsere Sorge. Wir holen hier das nächste Upgrade. Und so. Und wir kriegen jetzt 1,5 Geld. So. Na, Max und Armin, wie läuft bei euch? Geht. Bro, also es läuft sehr, sehr gut bei mir. Leider habe ich echt diesen einen Fehler. Mm. Ja, der ist echt extremst gut. Das ist echt schade, Armin. Das hätte ich dir auf jeden Fall nicht gegönnt, bin ich ehrlich. So.
Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, komm, ich doch. Einzige, das könnte, ist halt Stani, weil der ein schlechter Verlierer ist, ein schlechter Verlierer. Nee, nein, Tycoon. Kaufen, genau, also, Leute, egal, was man bis jetzt mit Stani gemacht hat, Tycoon ist bei ihnen irgendwie das Wichtigste. Auf der ganzen Welt, keine Ahnung. Da beendet der so, mit auch manchmal schon die Freundschaft auch und so. Ja, jeder wie er. Also, bei mir läuft's, ich glaube, sehr gut. Oh mein Gott, ihr checkt nicht, was ich hier hab. Nee. Oh mein Gott, ich baue hier schon meinen Supercomputer aus. Niemals. Ich baue hier schon meinen Supercomputer aus. Das glaube ich dir nicht. Uff. So, okay, ich musste mich hier kurz einmal muten. Ja, mute ich mal. So, wir müssen Geld holen. Okay. Komm, Max nimmt immer hier das hier ein. Aber der hat jetzt nicht auf dem Schirm, dass ich das einnehme. Kleiner 31, hat es niemandem gesagt. Amir, es gibt so, wenn du bei Weapons... Bro, was soll ich sagen, Bro? Ich hab halt ein bisschen... Ich habe ein bisschen die Upgrades genossen, Bro. Was soll ich dir sagen? Ja, alles gut. Jetzt habe ich mal wieder gecaptured. Ne, Max, ist in Ordnung, oder? Ich hab mein eigenes Gefängnis hier einfach. Oh mein Gott. Bringen die Turtle Statues irgendwas? Oh mein Gott. Bro, alles bringt dir was. Alles bringt alles, was in dem Tattoo. Alles, was du kaufst, wirst du sehen, kriegst du mehr Geld pro Sekunde unten links. Okay. Meinst du, Stani hat schon auf dem Schirm, dass er unten da dieses Ding einnehmen kann, Max? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der war die ganze Zeit noch nicht da. Und das ist ja richtig krass sogar. Das ist heavy. So, aber es wird jetzt ein Fight, wird es. So, das bringt uns Pizza. Nein! Ich dachte gerade, ich habe was gekauft. Soft Corner? Ja, geh, holen wir mal ein bisschen hier. Holen wir mal ein bisschen mehr hier, ne? Turtle Statue. Bringt dir auch Pizza, glaube ich. Prison. Ah. Prison Computer. Ach, was. Okay. Jetzt sehen wir mal hier. Ja. Holen wir Bricks wieder ab. Jetzt gehen wir nach oben. TV zu. Ja. Ich weiß ja, diese TV-Zone was bringen soll. Auto-Pizza kommt. Nein! Die werden wir holen, Leute. Die werden wir holen. So. Haben wir. Was macht der jetzt? Was? Niemals. Niemals. Tue ich sehr, sehr viele Sachen, die man machen kann. Ja, alles gut. Alles also, gut. Ich wusste es nur nicht. Ja, ich wusste es nur nicht. Was ich schon alles herausgefunden habe. Das ist krass, ne, was alles gibt. Ey, das, Bro, ist das ist unnormal hier. Krass. Das ist also ich könnte auch jemanden von euch schon hacken, aber ich mach's noch nicht, weil ich bin fair. Ja. Junge, ich könnte hier schon hacken, ich könnte hier schon Geld von anderen Leuten klauen und Pizza. Bro, er quatscht einfach so viel. Nein, Bro. Wer fightet da? Keiner. Ah, ich weiß. Stani, ich komm auch mal gleich, ne? Oh, Stani, dahin also. Ah, ja. Hat er auch mal nicht gefunden, nach 10 Minuten ungefähr, dass es da unten auch einen gibt. So, Max weg. Er hat die Pump, Bro. Bro, das habe ich schon längst herausgefunden, dass es da oder? Aber Bro, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich habe am Anfang am längsten. Nein, bevor du warst, war ich ja drin. Nein, Bro, ich war doch der Erste, der das eingeladen hat. Nein, 100% nein. Bro, als ich da war das noch Bock. Nein, ich hab nicht nachgeladen, meine Pumpgun! So. Wie viel Leben hat's noch? Ehrlich, du warst auf Great. Was für Full? Ja, Armin, du musst wissen, im Spiel Auto-Aim zu krass, ne? Also aber zu krass. Nein, Digga, Bro? Ich hatte Shotgun nicht nachgeladen, der hat die ersten drei Schüsse. Ich frag mich halt, was dieses Brawl bringt, sag ich dir ehrlich. Vielleicht braucht man das am Ende mal. Ja, bringen, wie letztes Mal, mehr Pits. Ja, das hat letztes Mal irgendwas oder? Mit Pets oder so brauchte man dafür oder so. Stimmt. Natürlich sein. So. Aber Jungs, ich sag euch ehrlich, also, ich weiß nicht, ob ihr so krass seid wie ich. Also ich gönn jedem den Sieg, weil ich finde, es gibt ja so viele Möglichkeiten, die man gehen kann, ne? Also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, die man machen krass, kann. Krass. Die Frage ist halt nur, wer welche am Möglichkeit Ende ist die schlauste? Die schlauen Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, das wird echt das ausschlaggebende Ding sein. Ja. So. So, okay. Auch nochmal. Um, fertig. Oh mein Gott, okay, ich kann hier oben schon Graffiti holen. Lol. Zack. Zack. Okay, was ist zack. Special? Hat jemand von euch schon Special geholt? Ich hab's special. Gemacht. Oh nein! Was ist das Leute, denn? Wir holen uns das mit. Holt euch nicht Special. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich absolut nicht. Am Endeffekt lohnt. So. Ich. 50.000. Nächste Autopizza. Ich werde jetzt hier sehr viel gemutet spielen, Freunde. Weil dieses Mal werden wir das Ding gewinnen. Plus 40. Guckt euch das an. Jetzt werden wir noch ganz kurz hier on Boost. Ich
Ich weiß nicht, was für ein Boost das ist. Wir hauen ihn aber mal ganz kurz Drive-By. Wir machen ja eh genug Geld. So, zack, 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 zack. Wir könnten auch anfangs auf Conveyor gehen. Aber vielleicht ist es ein Money-Boost. Oh, mein... Alter Schwede, was? Ja, okay, war jetzt nicht so das krasse Upgrade. Aber ich werde hier jetzt kurz ein bisschen Geld haben, Leute. Und dann sehen wir uns gleich. So, wir haben hier jetzt insgesamt 100.000 gespart. 105.000 brauchen wir. So. Jetzt können wir den hier holen. Und das, jetzt haben wir... Oh, nächsten Conveyor. Okay. Wir werden jetzt aber ganz kurz mal runtergehen und uns mal die nächste Weapon... Können wir irgendwas schon holen für die Pizza? Wir holen hier kurz das ab. Holen hier das kurz ab nebenbei. Das hier und das hier. So, zack. Jetzt bräuchten wir auf jeden Fall die Shotgun. Bevor wir irgendetwas machen... Warte mal, Get Money Boost. Ich mache jetzt nochmal den 1,5er Money Boost. Ich weiß nicht, ob das so viel gebracht hat, Leute. Diesmal ist der auch ein bisschen anders, der Parcours. Weil wir haben Speed. Wir haben Speed. Jetzt können wir zum Beispiel hier direkt hin. Jetzt spreche ich mal direkt hier hin. Aber ihr wisst, der MBK, Defran Profi. Ne, seht ihr. Oh, oh, oh. Okay, man kann da nicht rein. Ich wollte das mal ganz kurz testen. So. Und so. So, dann gucken wir mal. War nicht hier lang, sondern hier. Und hier. Hier nicht. Hier, ja. Okay, so. Könnten, na, obwohl ich mache nichts Riskantes. Obwohl. Das könnten wir machen. So. Zack. Einer ist gerade wieder unten. Der gute Maximilian Pagiges. Oh, guckt euch das, diesen Geldboost an, Leute. Alter Schwede, das ist zu krass. Kämpfen wir auch schon eine neue Turtle. Das 20%, plus 20% mehr Geld. 105, okay. Wir müssen ganz kurz... Das ist zu krass. Ich werde die 20% Pizza und 10% Geld-Turtle holen. Das ist zu krass, Leute. Bricks ganz wichtig. Bricks ganz, ganz wichtig. Ihr habt gerade die Upgrades gesehen, die man hier braucht. So, 150k. Jetzt holen wir mal dieses krasse Pet hier. In einem goldenen Panzer. Das ist crazy. Das ist crazy, das wird keiner von den Jungs schon haben. Jetzt. Ja, Amir, jetzt komme ich aber. Amir, ich komme. Und, wie läuft bei euch so? Bro, ich kann mich nicht beklagen. Weg mit dir! Bro. Dein Auto-Aim bringt gar nichts! Das stimmt. Bro, jetzt ging mein Auto mit Auto-Aim sehr gut an. Oh mein Gott. Das ist sehr stark, ja. Junge. Ani denkt ja das öfter mal, dass er der Tycoon-Boss ist. Hast ja stark von MBK gelernt. Ja, Bro, ich hatte nur eine scheiß Waffe gehabt. Ich nehme gleich mal eine andere Waffe. Ich hatte diese komische... Nein, ich musste nachladen. MBK ist unten. MBK ist unten. Ich schau mir den jetzt. Reicht's mir. Ja, geht mal schön runter. Ich will nur ganz kurz einmal den Boost holen. Das war's. Junge, ihr verbringt da die ganze Zeit, euch die ganze Zeit zu boosten, zu dingsen. Also ich sag nur so, Jungs, ich mach grad $3000 die Sekunde. Bei mir läuft, mashallah. Ich kann mich nicht beschweren, du. Ja. Mach mal, mach mal. Ich glaube, er ist ein Quatscher, Bro. Ah, ey, willst du mich noch einmal Quatscher machen? Ich glaube, du bist ein Quatscher. Quatscher. Frag mich halt nur, ich sag euch ehrlich, ihr dürft mich unterschätzen. Was, Sam? Was willst du, was soll man unterschätzen? Oh mein Gott, Leute. Ja, okay. Oh mein Schüler. Gott! Okay, vorbei. Ja, ja. Nein, Jungs, nicht schlecht. Nein, Leute, ist das so krass! Oh, okay, easy gewonnen. Ich merke, die Liebe zwischen euch ist ernst. Ja, es ist einfach, also, es ist genau so und es ist, also, das ist auch schlecht. Ja, alles gut. Nee, ich habe wirklich was Gutes gefunden. Ja, glaube ich dir. Glaubt dir jeder. Was soll das hier bringen? Was soll das hier bringen, Leute? Die Kitchen. Komm, wir gehen jetzt mal aber auf den nächsten Conveyor. Schade, macht das schon so viele Sekunden, Freunde. Wir werden jetzt mal einfach Discounts Geld hasseln. Und dann sehen wir uns aber gleich wieder. So, kann ich das Upgrade holen. Ja, ja, da weiß ich auch nicht, was Fortnite sich gedacht hat. Junge, spiel doch Controller, Bro. Also, da weiß ich nicht, was Junge, Fortnite sich gedacht hat. Genau so eine Heususe wie M. Ja, also... Du kannst sagen, was du willst. Digga, ist das ist so lame. Was hat er für eine Waffe? Was hat er für eine Waffe? Eine Scar. Ja, okay.
Ja, sobald es vollautomatisch ist, braucht man Stani gar nicht fighten. Ja. Deswegen, es könnte gut sein, dass Stani den Tycoon gewinnt, weil es gibt eine Fighting Area und da hat man keine Chance gegen Stani. Also ein stolzer Win dann für Stani, oder was? Digga, Bro, du kannst nichts machen, der lasert dich einfach. Ich weiß. Du triffst, du kommst mit der Gammel-MP her. Nein, Stani, und auch alle Kommentare sind voll. Alle Kommentare sind voll. Oh, Heilige. Ja, ja. Die Leute lachen euch aus, weil ihr so schlecht seid. Nein. Hat nichts damit zu tun. Ja, aber die Leute, die uns auslachen, sind selber Controllerspieler und fühlen sich in ihrer Ehre gekränkt, dass das einfach für Noobs ist. Hä? Checkst du das? Ohne Automatschaff habe ich ihn geschittet. Ja, ich weiß. Hat er noch. Bro, was redest du? Ich hatte eine Müllwaffe gehabt. Ami hat eine große Klappe, Alter. Also wirklich, Dummschüler Stani nennt man ihn auch, ne? Also Ami ist wirklich, Junge. Ami lässt sich von MPK wirklich so. Nein, er hat es doch selbst am eigenen Leibe erlebt. Guck mal, du kannst sagen, was du willst, dass du auf einmal so durchläufst und einem so. Ja. So weglaserst, das ist geisteskrank. Also, du musst dir mal manche Videos angucken bei Stani. Da ist er auf dem Charakter genau drauf und springt und alles drum und dran. Ja, Bro, weil ich hacke, Jungs. Nein, aber Auto-Aim ist zu krass. Leider. Ah, Amir. Also. Bro! Ja, natürlich. Max, kurzes Statement zu Auto-Aim von Stani. Nein, Stani ist da! Ach so, oh lol. Oh, Max. Auto-Aim Stani, Bro. Oh, Max, er hat sich selber mit Controller, Alter! Ach so, oh. Ja, was soll ich sagen? Oh. Ey, Bro, Max, die übertreiben. Also, ja, wir übertreiben. Bro, also er läuft und gibt jedem nur Headshots und alles. Ja, man muss aber auch mal sagen, es hat ja trotzdem noch was mit Skill zu tun. Bro, deswegen bin ich aber das Skill-Gap, bei einem Controller ist ja vielleicht 10% von einem Tastatur-Aimer. Bro, so. Aber du hast doch andere Vorteile. Halt dich mich was raus. Soll ich jetzt bauen? Soll ich jetzt 90s halt bauen oder was in Tycoons? Junge, es gibt doch genug Leute, die mich besiegen, ja, Alter. Also wirklich. Nur weil ihr zu schlecht seid und nur rumheulen. Stani, zu schlecht. Du spielst seit 10 Jahren hauptsächlich Fortnite, dafür bist du nicht schlecht. Das stimmt wirklich. Ich hab dich gerade übelst geklappt. Boah, was? Ja. Also da stimme ich Armin zu. Man muss aber auch sagen, du hast Armin gerade gefirdpartied. Ja. Bro, ich hab Armin gerade viermal hintereinander fertig gemacht. Er hat übelst rumgeheult. Ja, weil er eben ist. Davor hab ich ihn, da hatten wir nur Shotgun und MP gehabt, da hab ich ihn geschittet. Stimme ich zu. Das hab ich sogar gesehen. Oh mein Gott, Junge, du hast mich einmal gekillt, Bro. Ich hab mich geschittet. Ja. Ohne Spaß, ich sag dir ehrlich, ich hab eigentlich gar keinen Bock, die Mitte einzunehmen, aber wer Armin so eine große Fresse hat, ich werde dich jetzt die ganze Zeit killen. Boah. Ich schwöre, ich werde dich die ganze Zeit killen. Oh, Alter Schwede. Bro, er kam von hinten. Ja, Braumann, deswegen, ich spiel gar nicht auf die Mitte. Laserwaffe, er sagt zu Ska Laserwaffe stark. Ja, Controller ist Laserwaffe, kannst du sagen, was du willst. Stark, ja, finde ich auch. Bro, du kannst dir jetzt gerade auslaufen, auf einmal triffst du alles. Oh mein Gott, wir können das hier holen. Wir können den hier holen. Alles gut, Alter. Alles gut. Ich sag dir ehrlich, ich wollte. Wir können jetzt, wenn wir 200.000 gefarmt haben, da wir schon so viele Bricks haben, können wir die krasseste Turtle holen. Ich hoffe, es hat noch keiner von den Jungs die geholt, weil die ist Gamechanger. Das habe ich gerade komplett gesehen. Weil da kriegst du Bricks die Sekunde, Pizza und Geld. Deswegen sparen wir jetzt hier mal auf 200.000. Was für mich geisteskrank. Guck mal, oh. Max, good job, Max. Ich muss das ausprobieren. Ja, er lasert mich von hinten. Ja. Wichtig und wichtig, Leute. Welches Tier habt ihr? Ja, wenn du nicht mehr in den Zeug stehst, kannst du nicht mehr, bringt dein Aim nichts mehr, ne? Ami ist einfach zum neuen MVK geworden. Ist nein, das krass? Bro. Aber MVK leider recht. Ist es, ja, und, ist und das krass? Warum leider? Der neue MVK, Bro. Der warum leider? Nein. Nice. Ich hatte 60 HP. Also, Julia! Ami verliert es schon gegen Max auch. Ja, ich bin mit 60 HP gegangen, weil du mich ja von hinten angeschossen hast. Einfach, Ami. Also, ich finde es heavy. Also Stani, du bist ja nur gehatet überall, ne? Also wie findest du das? Junge, wer hatet mich? Überall, niemand alle. Mich. An allen Kommentaren, wenn man gegen dich spielt. Ah, ja? 100%? Ja. Also in Fortnite, ne? In Fortnite. Was redest du, Bro? Wegen deinem Auto-Aim. Nein. Auto-Aim. Auto-Aim-Skill nennt man das. Du spielst auch Controller. Bro, also jetzt aktuell muss ich sagen, spiele ich gerade mit Maustastatur, so, aber im Normalfall, Normalfall spiele ich auch, bin ich auch Controller-Spieler. Also ich wäre für eine Namensänderung in nicht mehr so Standard-Skill.
Mach ein Standard-Aim-Assist. Junge, Bro, ihr seid die größten Häuser, ihr seid so aufgrassiert. Standard-Aim-Assist, das ist gut. Also ich sag ehrlich, ich hoffe, dass die Controller-Spieler mal bei den Leuten in den Kommentaren ein bisschen mal eine Ansage drücken. Ich finde das auch nicht verwerflich. Also guck mal, ich bin schon immer Controller-Spieler. Nein, es ist unfair. Nein. Warum ist das unfair? Warum ist es nicht? Weil man einen Vorteil hat. Guck mal, Tastatur und Maus. World Cup, zwei Controller-Spieler. Von 100 Leuten sind zwei Controller-Spieler. Controller einmal im Jahr Fortnite, willst du mich mit dem Profi vergleichen oder was? Du spielst ja 8 Jahre jeden Tag Fortnite. Ja, Bro, deswegen heul doch nicht rum, wenn du kassierst von mir, Junge. Oh mein Gott. Ich sag dir nur, das gar sehr krass, Junge. Das finde ich krass. Mir einfach die neue Heulsuse. Wer hat sich hier gerade die Mitte gekrallt, Jungs? Also ich bin der Meinung, Stani ist die größte Heulsuse. Ja, das stimmt. Das war alles noch. Er darf jeden trollen. Er darf jeden trollen, aber wenn man ihn trollt, da wird er zu heulen. Ich werde ab. Lass tauschen, weißt du? Ich nehme sie ab und zu mal und du kannst den. Ist fair. Hauptsache Army und MBK kriegen die nicht, weißt du? Ist fair, Digga. Ja, ach ja. Komm, Max, über Max muss man eh nicht reden, weil er ist komplett Dogshit. Also, Bruder, das ist jetzt. Wie alt ist denn ein 60-Jähriger am PC sitzt, ne? Ich so über meinen Kumpel Max, Junge. So. Aber Stani, also Digga, ich den will nicht. Oh, der gibt mir drei Headshots hintereinander. Ich hatte doch 300 Leben, hatte noch 50. Ihr checkt nicht, was ich mir gerade gekauft habe. Oh mein Gott. Nee. Max, wenn du willst, kannst du vielleicht mit übernehmen. Ah, Kuss, danke. Ey, wenn ihr wollt, können wir jetzt auch mal neu starten. Ihr macht zusammen eine Base. Ich glaube, das geht auch. Oh, ja, ich sag dir ehrlich. Jungs, ihr checkt nicht, was ich mir jetzt kaufe. Was kaufst du dir denn? Bro, ich hab mir die Turtle geholt, die Money, Pizza und Bricks bringt. Bruder, die hab ich schon so lange. Jetzt erst! Die hab ich schon so lange! Ja, 10 Bricks gibt die, ne? Die gibt 10 Bricks. Ich hab die seit 10 Minuten. Ich auch. Real Talk. Quatsch. Wirklich? Oh mein Gott. Bro, das sind die. Und ich dachte, ich hätte was Krasses gerade. Die sweaten? Nee, aber. Achso, nein. Ich kenn mich halt nicht aus. Also. Ja, du bist auch dumm, Armin. Also, ich sag ehrlich. Was für ein Dummer! Nein, du machst seit 8 Jahren jeden Tag Fortnite und du bist bei jedem Turnier, komm ich wieder. Bist du komplett in der Mitte oder schlechter? Oh mein Gott! Ich hab dir voll, dass du krass wärst! Oh mein Gott! Armin! Ich bin seit Monaten jeden Tag, ich mach meinen allerersten. Das ist so gut. Gib ihn. Bro, ich will nicht sagen, aber ich habe schon so viele Turniere gewonnen. Bro, ich habe insgesamt über 50.000 Earnings in Turnieren, Bro. Also halt eine große Klappe. Ja, dafür, dass du angeblich der beste Fortnite-Spieler bist, jeden Tag YouTube machst, bist du schnell, Alter. Da kommen Leute, die spielen seit einem Jahr. Ich sag, die Fortnite und Plays besser als du. Ey, Armin, wirklich ein Dogshit. Armin for President. Nee, Bro, das Ding ist, Armin macht sich halt richtig lächerlich. Und das werden die Leute auch merken. Und das. Guck mal, er so ein Müll. Ich schäme mich vor. Sag mal, du machst mal selber. Nee, ich schäme mich so ein bisschen, weil Armin, was hier gerade hier abzieht, ist halt, Bro, das ist halt. Ich spiel das erste Mal die vor. Nein, die goldene Regel ist ja, Stani darf fronten, aber die anderen Leute nicht. Das ist immer die goldene Regel bei Stani. Du nennst mich einfach dumm, ohne Grund. Ich find's jetzt aber auch schade, dass ihr beide gegen Stani so geht. Ja. Bro, und Max, halt, Max fährt als 60-Jähriger an seinem Bentley durch die Gegend und macht aber gar nichts mit dem. Okay, guck mal, ey, wie die nur beleidigen können, Alter. Beleidige auch nicht. Ich sag dir, Max, ich werde mit denen nicht mehr irgendwas zusammen machen. Nee. So. Ich weiß jetzt auch nicht, wo da jetzt der Diss war. Nein, Bentley, ich gönn Max doch den Bentley. Shani, du bist ein besserer Spieler als ich. Das Problem ist einfach nur, du fühlst dich zu sehr. Ja, finde ich auch. In dem Game hier. Das ist keine Ahnung. Wie Mensch, ich finde ich auch. In einem Game, was Junge, ich hab dir jetzt hier eine schöne goldene Statue geholt. Hä, erst jetzt? Zack. Nein. Ey, Real Talk, erst jetzt? Jungs, ich bin durch, glaube ich. Warte mal. Bin durch. Alles. Ach, Jungs, bitte. Warte mal. Ich bin durch. Ich glaube, ich bin durch, Jungs. Ja. Du bist durch. Echt? Ja. Nee, also mir fehlt noch was, aber nicht mehr viel. Hast du alle Weapons und so? Kann ich nicht sagen, Bro, aber oh mein Gott. Also man muss sagen, wenn jemand Stopp sagt, alles durch ist, dann wird kontrolliert, man darf genau. Das ist, da muss man fair bleiben. Mehr gemacht haben. Genau. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr... Play. Also, das ist sehr, sehr heftig, was hier gerade passiert. Das ist sehr, sehr krass gerade. So. Weil, ich werde gleich das Ganze... Max, ich glaube, ich werde sogar die Hälfte vom Geld dir geben. Krass. Einfach weil du ein Ehrenmann bist. Weil wir unser Deal ist weg. Oder was? Mit Handkuss oder ohne Handkuss? Max? Mit Handkuss? Ich hab viele Deals am Laufen. Crazy. Max ist richtiger Politiker, ne? Nein, Max ist immer schlau. Ich mach einfach mein Ding. Zieh hier ein bisschen durch. Das hier finde. Ach, was sind denn TV-Zones? Wir waren ohne Rebirth, ne? Wir waren ja ohne Rebirth. Das ist doch nicht TV-Zones. Nein, den unten habe ich noch nicht gut, ich habe aus Versehen gerade eingekauft.
Aber also wir machen ohne Rebirth, oder? Oh, ich finde genau. Schade, also ich sehe gerade noch nicht so richtig, für was man die Pizza braucht. Ja, und, oh, für, und Brawl. Brawl, die brauchst du auch immer für die Wanddinger, für die Graffiti. Ich bin verbuggt. Ah ne, oh, alter Schwede. Was, ja, aber die Graffitis waren jetzt nicht so teuer, Bro. Ich hab 700.000 Pizza. Hä? Ja, ich hab auch bis... Ja, also man braucht auch nicht super viel Pizza. Bis 200.000 also Pizza sein, hat man gebraucht, sein, ab dann nicht mehr. Es könnte sein, dass eine Statue am Ende kommt oder so. Das kann sein. Die übelst OP ist. So, zack, 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 zack. Bunkerbett und so. Also diese ganzen Sachen, diese ganzen Dekorationssachen finde ich auch schade, dass sie nichts bringen. Einfach nur zur Deko, ne? Ja, alles, was du kaufst, bringt dir mehr Geld rein. Mehr Geld die Sekunde. Ach so, oh, low cringe. Ja, jetzt habe ich sogar herausgefunden. Ja, also ich kaufe ja trotzdem, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Zack, 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 Leute. Schnell, schnell, schnell. Hast du auch, als ob stand die gleich schon durch. Ich glaube, er will Druck machen, Jungs, ne, by the way, also. Fresh on. Digga, wie schlecht das ist. Man kann ein Schwert hier kriegen, aber das ist ja doch shit. Bunkerbett, man kann E drücken. Wichtig, Leute, wichtig. So, jetzt kommt, oh mein Gott, gleich noch. Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen, immer. Also, das ist auch schade. Digga, immer das gleiche mit denen. Ja, ja. Eine Person. Oha, MBK vorgelegt bei mir. Ich hab, ja, bei mir, ich war gerade Roboter. Stani, hast du denn schon alle. Hast du alle Spice collected? Alle Mini-Roboter, diese 7 Stück Secret? Warum willst du mich wieder bleiben? Komm, bleib ich, Stani. Sag irgendwas. Bin ich schlecht, bin stumm, komm, sag. Wir haben gesagt, Bro, den Tycoon fertig. Ja, okay, alles gut, alles gut. Wer zuerst alles gekauft hat. Ja, wer zuerst alles gekauft hat. Alter, Jungs, ich hab fast rebirthed, ne? Ich Idiot. Das ist der Feier. Ja, dann wird alles gelöscht. Dann hast du so ein neues Stat. So wie bei Roblox. Ja, verstehe. Hä, bin ich durch? Also. Ich sehe gerade nichts mehr zu kaufen. Max, bitte sei durch. Bitte. Bitte sei durch. Nimm Stani Hops. Bitte. Ich gönn's dir auch. Nee, doch, mir fehlt leider noch eine Sache. Also, Muss man auch alle Pets haben? Stopp. Alle ja. Pets? Ja, klar. Bis auf Rebirth, ja. Oh mein Gott, Jungs. Also, ich brauche noch eine Sache. Ich brauche noch eine Sache, Jungs. Max, das ist auch crazy. Was brauchst du, Max? Ich brauche noch dieses 300k-Phone. Wie viel Geld hast du? Ich auch, Bro. Wie sag viel ich Geld? Nicht, kann ich nicht sagen. Sag, wie viel Geld hast du? Ich kann ich nicht sagen. Da? Nein. Als ob. Oh mein Gott. Habt ihr alle Verkaufsautomaten geholt? Alle Ich hab alles geholt, Bro. Okay, das ist crazy. Nein, ich hab noch eine Sache. Nein. Ja! Ich hab noch eine weitere Sache vergessen. Nein, man kann ja gar nicht zu Stani die Base rein. Ja. Also ich brauch, glaube ich, nur noch das Handy. Ja. Ich brauch nur. Nein, so. Ich brauch nur noch Dings. Oh, egal. Dings. Ich glaube, das war's jetzt, Jungs. Warte. Was doch, dass man 350 Prols braucht, diese Waffe? Ja, ich hab alles. Ja, okay. Pets müssen wir bis 150.000 machen, oder was? Pets bis dahin, wo man Rebirth. Ja, genau. Nee, okay, dann fehlt mir noch 20.000. $20 fehlen noch. Nein, okay, das war's. Er hat's. Also, ich glaube, das Brawls habe ich. Ey, aber okay, aber wenn ich gleich Stopp sage, Bro, müssen alle Stopp machen, sag ich ehrlich. Ich kann eh nicht gönnen. Mir fehlen alle Vending Machines. Was? Was denn? Oh, Jungs, mir fehlt noch. Ja, nee, nur diese. Du kannst das für so viel Stein kaufen und so, nur dies fehlt mir. Die kosten alle nur 25k. Stopp. Okay, kann einer bei ihm kontrollieren? Das Problem ist, ihr könnt nicht reinkommen. Du kannst. Aber ich kontrolliere jetzt nochmal, aber ich bin der Meinung, ich hab alles. Also ich sag euch, Real Rap, ich hab wirklich alles. Ja. Also wenn du wirklich alles. Ja, ich werde auch weiter schießen, einfach nur weil ich selber ein bisschen noch weiter schön bin. Einfach. Ja, aber ich brauche noch diese 350 Prawls leider. Hab ich zu wenig geplant hier. Kontrollier alles. Du hast alle Ninja und so, alle Sachen. Bro, ich hab alles. Ich habe, Jungs. Gut. Ich habe den Tycoon gegen. Es waren die schmerzhaftesten 500 Euro, die ich verdient habe nach diesem Beef, den wir hatten. Ich gönn dir das. Danke, Max. Herzlichen Glückwunsch, Shani. Ich gönn dir das. Die Army schmecken mir am meisten. Ich habe jetzt nochmal alles kontrolliert. Wir haben alles freigeschaltet, Jungs. Lasst ein Like und ein Abo da. Das war's gewesen. Schade. Ciao.